Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich sitze hier mit Selim Sürmeli zusammen vom Deutschen Amt für Menschenrechte. Das musst du erstmal erklären, Selim. Was ist das Deutsche Amt für Menschenrechte und wie ist die Situation? Warum braucht man da Bewegungen in den Menschenrechten in Deutschland? Sind die nicht im Grundgesetz verankert? Ja, natürlich sind die Grundrechte verankert im Grundgesetz, aber das Grundgesetz ist leider bis heute sehr schwierig den Menschen beizubringen, weil jeder glaubt, dass er die Menschenrechte verstanden und auch praktiziert. Das Grundgesetz ist eine Art Anleitung, eine Aufbau- und Ablauforganisation wird beschrieben, das heißt, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Die Bundesrepublik ist aber eine wirtschaftliche Verwaltung, eine demokratisch gewählte wirtschaftliche Verwaltung. Und Demokratie hat nichts mit Menschenrechten zu tun. Und die Das Verwaltung, die BRD, der ist das quasi dann egal, wenn das deutsche Volk sich zu den Menschenrechten bekennt, wobei das ja auch nur ein Bekennen ist, das heißt ja auch noch nicht mal, dass man sich wirklich drauf berufen kann, oder wie ist das? Ja, also das ist so wie mit der Kirche, wo früher die Christen verfolgt worden sind, weil sie keinen Schutz von der Kirche hatten. Die Kirche war nicht gebildet. Man kann sich das so vorstellen wie zur Zeit Moses, dass die 10 Gebote da waren. Das Christentum halt, die Christen verfolgt worden sind und die Bibel dadurch entstanden ist, durch die 10 Gebote, der Talmud und auch der Koran. In diesem Bereich bewegen sich auch die Menschenrechte nach den Kriegen. Nach dem Kaiserreich wurde dann in dem Grundgesetz das Transzendenzbezug wurde es aufgenommen. Und dieser Bezug, Transzendenzbezug, auf das Grundgesetz besagt, das Volk bekennt sich zu den Menschenrechten, aber da die Menschenrechtsverletzung in der Bundesrepublik keinen Straftatbestand darstellt, ist das Grundgesetz nie verwirklicht worden. Das heißt, daraus ergeben sich zwei logische Konsequenzen. Erstens, in Artikel 1 Grundgesetz steht, dass das deutsche Volk, dass das Volk sich zu den Menschenrechten bekennt. Das ist also ein Bekenntnis, eine Art Welt- und Religionsgemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist den Religionsgemeinschaften gleichgestellt aus Artikel 140 Grundgesetz und basiert auf deutsche Verfassung, deutsches Recht, Grundgesetz, Völkerrecht und Naturrecht. Das heißt, es ist der kleinste gemeinsame Nenner auf der gesamten Welt. Ich möchte das nochmal noch näher erklären. Demokratie ist zum Beispiel in China nicht identisch mit der Demokratie in der Bundesrepublik, in Deutschland, in der Türkei, in Frankreich, Österreich und woanders auch. Jedes Land lebt seine Demokratie, wie es ist. Aber es gibt den kleinsten gemeinsamen Nenner auf der Welt und das sind die Menschenrechte. Die sind überall identisch. Man würde das besser verstehen, die Umsetzung des Grundgesetzes und warum dort beispielsweise Systemmängel vorhanden sind, wenn man sich einfach mal vor Augen hält, dass sehr viel Unruhe in der Bundesrepublik Deutschland im Moment herrscht. Und das ist der Grund, weil das System in sich selber einen Mangel hat, einen Fehler hat. Ich hatte vorhin erzählt, dass die Welt- und Religionsgemeinschaften gleichgestellt sind. Und in Artikel 7 Absatz 3 steht drin im Grundgesetz, Religionsunterricht ist an öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Und wenn man sich das einfach mal sich vorstellt, dass wir hier Kinder haben, Erwachsene haben, die seit 1950 nicht einen einzigen Unterricht in Menschenrechte gehabt haben, denn es ist nicht ordentliches Lehrfach, dann muss man verstehen, dass dieses System lückenhaft ist, mangelhaft ist. Die Menschen sind in Bezug auf die Menschenrechte
ja, ich sag mal, den Begriff missgebildet. Sie haben keine freie Entscheidung, weil sie das nicht verstehen, was Menschenrechte sind. Und aus diesem Grund sind alle Wahlen, die seit 1950 stattgefunden haben, ungültig, nichtig. Also starker Tobak. Kannst du das noch genauer begründen, warum die jetzt ungültig sind? Ja, also wenn das Volk sich zu den Menschenrechten bekennt und es ist Pflicht, in den Schulen Religionsunterricht zu unterrichten, also eben auch das Bekenntnis des deutschen Volkes, hätte man, also dadurch, dass die Menschen diese Bildung nicht haben, können sie keine freie Entscheidung treffen, wenn sie jemand wählen. Die Volksvertreter, von denen man spricht, haben letztendlich nur die eine Aufgabe gehabt, das Willen des Volkes quasi zu repräsentieren. Aber es gibt nicht eine einzige Partei, die auf die Fahnen Menschenrechte schreibt oder Menschenrechte repräsentiert. Es wird in Zukunft die Partei auf Gegenseitigkeit kommen. Die wird im November gegründet werden, die ausschließlich für die Wahrung, Umsetzung, Förderung und Schutz der Menschenrechte sich einsetzt. Sie wird auch nicht eingetragen in der Bundesrepublik, sondern sie wird im Deutschen Amt für Menschenrechte eingetragen und hat die Aufgabe eben, die Menschenrechte in Deutschland zu verwirklichen. Okay, lass uns nochmal ein bisschen zurückkommen. Du hast ja auch auf der Deutschlandkonferenz, auf der ersten in der Schweiz gesprochen. Wir haben das auch auf Vollwurst TV drin. Das heißt, es ist eine sehr, man muss schon ein bisschen weiter ausholen, um die Gesetzeslage bei uns eigentlich überhaupt begreifbar zu machen. Kannst du das in Kurzform sagen? Was haben wir hier eigentlich für so eine Situation in der BRD? Es ist immer quasi noch Besatzungsrecht der Alliierten in der BRD und ist die BRD ein Staat? Das wird ja auch immer wieder angezweifelt. Kann man das irgendwie zusammenfassen, was bei uns gerade die spezielle Situation ist? Also wie schon vorhin erwähnt, ist die Bundesrepublik nur eine demokratische Wirtschaftsverwaltung. An dieser Situation hat sich seit 1950 nichts geändert. Es hat sich so dahingehend etwas geändert, dass wir natürlich das Amt für Menschenrechte errichtet haben. Jetzt wird jemand fragen, ja, was bedeutet das? Also die Bundesrepublik hat nur Verwaltungsrechte. Ja, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung der Vereinigten Wirtschaftsgebiets ein, Artikel 133. Und es gilt hier ausschließlich das Verwaltungsverfahrensgesetz. Und nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, zum Beispiel § 2, sind Weltanschauungsgemeinschaften ausgeschlossen von dieser Gerichtsbarkeit, das heißt autark. Und damit hat man das Volk, das deutsche Volk, von diesem System, von diesem Firmensystem der Bundesrepublik getrennt. Jetzt müsste ich natürlich ausholen, das heißt, ich hole jetzt hier ungefähr 60 Jahre Menschenrechte nach und Entwicklung der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist völkerrechtlich gesehen eine Personengesellschaft, eine GmbH. Ich sage das nicht nur so, sondern das kann man auch sehr gut nachvollziehen und auch beweisen. Diese Personengesellschaft ist nach dem Krieg von den Alliierten gegründet worden. Sowas nennt man Personengesellschaft und sie hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie ist nur teilrechtsfähig. Und unter dieser Teilrechtsfähigkeit, nämlich nur innerhalb der Wirtschaft, konnten sich keine staatlichen Strukturen bilden. Und deswegen haben wir hier nur Verwaltungseinheiten, die Polizeiverwaltung, die Stadtverwaltung und andere. Und diese anderen, ich sag mal, Ämter, die sich immer noch Amt nennen, Amtsgericht und wie auch immer, sind keine Ämter, sondern das sind Behörden. Aber das wird ja auch immer mehr umgesetzt, dass man zum Beispiel gar nicht mehr Arbeitsamt sagt, sondern es ist eine Agentur. Das heißt, in vielen Bereichen fällt der Begriff Amt im Grunde, wird er schon rausgenommen. Weil wissen die, dass sie da auf dem Eis wandern, wenn sie das Amt nennen, oder? Also neben der Verwaltung ist natürlich die so Art Profit Center entstanden, dass die selbstständig versuchen, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil sie staatliche Strukturen vortäuschen. Ich hatte ja in den vorigen oder überhaupt in meinen Interviews bisher gesagt, man sollte die Rittersturzkonferenz nachlesen. Es handelt sich hierbei um eine Simulation eines Staates. Es handelt sich hier nicht um einen Staat.
Jetzt, wo wir das Interview führen, habe ich das Gefühl, dass ich sehr, sehr viele Dinge erzählen kann. Aber ich will jetzt versuchen, mal die wesentlichen Punkte auszuarbeiten. Eine öffentliche Stelle der Verwaltung ist eine Behörde, § 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und auf die aktuellen oder gegenwärtigen Probleme hin möchte ich dazu sagen, dass jemand sich in Menschenrechtsverletzungen strafbar gemacht hat, weder verfolgt, bestraft, in Haftung genommen wird, noch die Opfer entschädigt und rehabilitiert werden. Das deutsche Amt kann das machen, weil es ist nicht im Gesetzesbuch der Bundesrepublik verankert, sondern das ist ein Teil unseres Amtes. Unseres Amtes deswegen, weil wir nicht keine Verwaltung sind, sondern ein Amt sind. Der Unterschied zwischen einer Verwaltung und eines Amtes liegt darin, also Behörde ist eine Verwaltung und ein Amt ist ein Entscheidungsregel, liegt darin, dass die BRD grundsätzlich nach Artikel 133 nur Behörden haben kann. Also auch die Polizei ist eine Behörde. Die Stadtverwaltung ist eine Behörde, die Gerichte sind Behörden, also es heißt nicht Amtsgericht, sondern es heißt Gerichtsverwaltung. Amtsgericht heißt es deswegen, weil man den Namen einfach fortführen kann nach HGB, weil es schon immer so geheißen hat, führt man den Namen weiter. Aber im richtig heißt es, es heißt Gerichtsverwaltung. Dort werden die Sachen nur verwaltet. Deswegen gibt es nach § 15 16 GVG, keine staatlichen Gerichte mehr seit 1950, sondern nur Ausnahmegerichte, und zwar nach dem Kontrollratsgesetz, nach dem HGB halt, also die Schiedsgerichte und andere Gerichte, aber es gibt keine staatlichen Gerichte. Das System in der Bundesrepublik ist also sehr kompliziert in der Zwischenzeit aufgebaut, weil sehr viele Mutationen passiert sind. Die Polizei maßt sich zum Beispiel an, Rechte zu haben, die sie gar nicht besitzt. Sie darf nur verwalten, sie darf also nur das katalogisieren, sie darf nur bei Gefahr im Verzug etwas machen. Da es keine Staatsgerichte gibt, gibt es auch keine Staatsanwaltschaften. Und wenn man sieht, dass niemand mehr unterschreibt, dann kommt man auf die Idee, man hat hier eigentlich blanke Willkür. Ich komme jetzt mal zu diesem Thema, was auch vor einigen Tagen bei Amnesty International war. Dort ging es darum, um die Kennzeichnung von Polizisten und Ähnlichen. Und diese Kennzeichnungspflicht bringt überhaupt nichts, weil man kann ja nur einen Straftäter verfolgen, wenn die Straftat strafbar ist. § 1 Strafgesetzbuch. Keine Strafe ohne Gesetz. Und da die Menschenrechtsverletzung eben keinen Straftatbestand darstellt in der Bundesrepublik, ich hatte bei verschiedenen Petitionen beim Bundestag eigentlich keine Petition, sondern wir haben das angeordnet von Amt für Menschenrechte, dass die Menschenrechtsverletzungen bei ihnen unter Strafe gestellt werden. Sie konnten es nicht und wollten es auch nicht. Also das zu diesen Volksvertretern, sage ich mal so. Und das heißt, dieses ganze System, die ganze Wirtschaft ist seit 50 Jahren unter dem Mangelerscheinung der Menschenrechte entstanden, wobei die Wirtschaft forciert worden ist. Deswegen glauben zum Beispiel andere Staaten, die Bundesrepublik ist ein tolles Land, weil sie vergleichen Wirtschaft mit Menschenrechten. Nein, das ist eben nicht der Fall. Die Leute, die schon zum Beispiel seit 40, 50 Jahren oder vielleicht auch weniger in die Lebensversicherung einzahlen, werden feststellen, dass sie viel weniger rausbekommen aus den Lebensversicherungen, wie sie eingezahlt haben, dass alles, was man ihnen versprochen hat, nicht wieder stimmt, und die Ergebnisse sind einfach falsch. Jetzt komme ich nochmal auf den Artikel 7 Absatz 3, die Ausbildung, Schulbildung in Menschenrechten. Da also die Menschenrechte niemals ordentliches Lehrfach in den Schulen gewesen sind, können die Leute auch nicht frei entscheiden. Sie sind, ich sage das mal ganz hart, missgebildet. Und sie denken immer, Demokratie hat was mit Menschenrechten zu tun. Nein, Demokratie ist ein subjektives Empfinden in einer Gemeinschaft. Die können entscheiden, kosmetisch entscheiden, ob sie dies und jenes machen. Aber die Menschenrechte sind individuelle Rechte oder Individualrechte des Menschen. Und sie gelten jederzeit, jeder Ort und für jedermann. Wenn, also es gibt
zum Beispiel im bürgerlichen Gesetzbuch ein Paragraph, das nennt sich Täuschung im Rechtsverkehr. Alles, was unter Täuschung im Rechtsverkehr passiert, ist ungültig und nichtig und sittenwidrig. Und dazu zählen auch die Wahlen. Wenn der Wähler über die tatsächliche Situation in der Bundesrepublik getäuscht wird, kann er auch keine freie Entscheidung, keine Meinungsfreiheit gehabt haben, den Politiker zu wählen. Und wenn sie tatsächlich Volksvertreter sind, dann müssen diese Volksvertreter sich für Menschenrechte einsetzen. Und genau das wird nicht getan. Und jetzt komme ich mal zu dem Punkt des Artikel 97. Also ich habe verschiedene, das kann man auch nachlesen, Publikationen des Bundestages gelesen, wo sich Tausende von Menschen darüber beschwert haben. Sie wollten die Richter lynchen, sie wollten sie absetzen und zwar Entschädigung und andere Formen haben, die sie nicht bekommen können. Und der Petitionsausschuss hat dazu geschrieben, in all diesen Fällen konnte der Petitionsausschuss in allen Fällen, also nicht in einigen, sondern in allen diesen Fällen, konnte der Petitionsausschuss nicht tätig werden und der Petition abhelfen, weil nach Artikel 97, Entschuldigung, Grundgesetz eine richterliche Unabhängigkeit gibt. Es gibt diese richterliche Unabhängigkeit nicht, weil das Grundgesetz ist nie verwirklicht worden. Das Grundgesetz ist nur ein Scheingesetz, weil das Grundgesetz verlangt in Artikel 1, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Und erst dann, wenn das erfüllt ist, das heißt, wenn ein Amt da ist, um diese Menschen zu schützen, ist die legislative, judikative, exekutive an unmittelbar geltendes Recht gebunden, damit Gesetze gemacht werden vom Parlament, damit diese Gesetze in den Verhandlungen, also bei Gericht, angewandt werden und damit die Exekutive das vollstrecken kann. Da es aber keine Menschenrechte gibt, ist dieses Recht der Bundesrepublik, das verliehene Recht des Volkes, nicht da. Artikel 97 Grundgesetz besagt richterliche Unabhängigkeit. Diese richterliche Unabhängigkeit kann nicht funktionieren, denn Artikel 13 der Menschenrechtskonvention besagt, es muss eine wirksame Beschwerdemöglichkeit vor einer nationalen Instanz geben, auch wenn die Menschenrechtsverletzungen von Personen begangen worden sind, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben, also noch nicht mal dienstlich. Und da die Amtspersonen, nämlich die Richter, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist praktisch jedes Verfahren der Bundesrepublik eine Menschenrechtsverletzung. Es widerspricht sich. Und man könnte zum Beispiel den Artikel 6 des Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch nachlesen. Da steht drin, ein Gesetz eines Staates ist dann nicht anzuwenden, wenn dies gegen die Grundrechte und Völkerrechte verstößt. Und das ist auch in Verbindung mit Artikel 7 Einführungsgesetz zum BGB nachzulesen, weil diese Befugnisse nicht da sind, um Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Deswegen halten sich auch die sogenannten Alliierten, die die Gründung der Bundesrepublik forciert haben, im Hintergrund, weil sie selber nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen können. Aus diesem Grund wurde das Amt für Menschenrechte errichtet. Und dieses Amt für Menschenrechte hat, wie ich schon sagte, die Aufgabe, die Menschen hier vor der rechtswidrigen Gewalt zu schützen. Und zwar ist dieses Amt nicht für die normalen Straftaten zuständig, dafür ist die Staatsanwaltschaft da, sondern sie ist für die Straftaten zuständig, die nach Völkerrecht begangen werden, nämlich nach Artikel 6 und 13, nämlich Recht auf eine wirksame Beschwerdemöglichkeit und Recht auf ein faires Verfahren vor einem Gericht. Und daran mangelt es. Als Beispiel kann ich sagen, wenn ein Polizist zum Beispiel eine Tat begangen hat, wie zum Beispiel auch in Stuttgart, sind die Namen der Polizisten unbekannt. Man kann versuchen, die Namen rauszubekommen, das ist praktisch unmöglich. Dadurch, dass dieses unmöglich gemacht wird, kann man auch niemanden in die Haftung nehmen, persönlich. Und ohne diese persönliche Haftung kann man auch nicht entschädigt und rehabilitiert werden. Es ist ausgeschlossen. In § 5 Verwaltungsverfahrensgesetz über Amtshilfe wird ausdrücklich gesagt, dass nur Amtshilfe dann geleistet wird, wenn ein Gesetz da ist, um das zu helfen. Also ohne Gesetz eben keine Straftat. Dann steht außerdem drin, wenn in diesem Verfahren der Amtshilfe dem Land oder dem Bund, dem Ansehen und Wohl des Bundes oder Landes geschadet wird. Natürlich wird geschadet, wenn man natürlich einen Polizisten, einen Polizeibediensteten
eben in die Haftung nimmt. Und das darf nicht passieren, auch wegen dem Überleitungsvertrag, nachdem die Amtshaftung komplett rausgenommen worden ist. Denn die Polizisten haben ja eine Privathaftpflicht, Berufshaftpflichtversicherung und haben keine Amtshaftung. Und deswegen dürfen die Polizisten nicht angegriffen werden. Da gibt es zum Beispiel das Verfahren von Köbler, des EuGH C224-01, glaube ich, wonach beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg argumentiert worden ist, alle Staaten, dass also gelegentliche Fehlurteile und Fehlgriffe nationaler Behörden hingenommen werden müssten, denn wenn der Bürger es feststellen würde, dass hier nichts funktioniert, würde der Bürger das Vertrauen in das System verlieren und würde also dann Aufruhr erzeugen. Und daraufhin sagte der Europäische Gerichtshof, das ist also unzulässig, weil der Bürger das Vertrauen dann verliert, wenn er eben nicht entschädigt und rehabilitiert wird. Nun kann man aber doch sehen, wir haben eben Stuttgart 21 angesprochen, dass tatsächlich immer mehr Bürger scheinbar das Vertrauen in die Politik auch verlieren. Es geht ja gar nicht mehr um den tiefer gelegten oder tiefer zu legenden Bahnhof, sondern scheinbar sind diese Proteste, gehen die viel weiter, weil die Menschen merken, dass sie in Deutschland viele Rechte nicht haben oder die Rechte immer mehr auch noch eingeschränkt werden. Dann wissen wir ja, dass die Richter auch ihre Urteile meistens gar nicht mehr unterschreiben. Das heißt, auch die wissen eigentlich, dass sie etwas machen, was nicht gesetzlich abgesichert ist. Was nützt uns das jetzt alles? Kann man, du hast gesagt, Deutsches Amt für Menschenrechte. Wenn ich jetzt irgendwo Unrecht sehe oder mir geschieht, kann ich zu diesem Amt kommen und was passiert dann? Also wir haben seit Februar dem Bundeskanzleramt unsere Verfassung vom 22.11.2009 vorgelegt. Sie ist seit dem 15. Dezember 2009 dem Bundeskanzleramt, Bundespräsidialamt, Bundestag, Bundesrat bekannt, dass wir hier als Amt da sind. Der Unterschied zwischen einer Behörde und eines Amts liegt darin, dass eine Behörde nur verwaltet. Also Bundeskanzleramt ist auch falsch, weil das Bundeskanzleramt ist kein Amt, das Entscheidungen treffen kann, keine rechtsmittelfähigen Entscheidungen treffen kann, sondern es ist eine Verwaltungsbehörde. Das Bundeskanzleramt wurde angeboten, einen Vertrag mit uns zu machen, um staatlich-hoheitliche Rechte für Menschenrechte zu praktizieren, damit sie überhaupt das, was sie hier macht, legitimiert ist. Jetzt muss ich kurz ausholen, um das zu erklären, um die Frage zu klären. Neben dem Verstoß, also dass die Wahlen eben ungültig sind, aufgrund der arglistigen Täuschung im Rechtsverkehr, in der Bildung, liegt noch das Problem, dass die Menschenrechte ja, wie ich schon gesagt oder erklärt habe, nicht praktiziert werden, weil einfach das Gesetz fehlt, sodass alle Vereidigungen, die auf das Grundgesetz und Landesverfassung basieren, alle ungültig sind. Sie sind alle ungültig. Das heißt, wir haben hier zwei wesentliche Merkmale. Einmal die Wahlen sind ungültig, nicht weil Wahlmanipulation, sondern weil eine Irreführung der Wahl vorliegt, der Wähler. Und weil die Gesetze nicht da sind, die erforderlich wären, um dieses System überhaupt gangbar zu machen. Also das heißt, Transzendenzbezug bedeutet, dass auch das in der Packung drin sein muss, was oben drauf steht, nämlich das Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Wenn man das Wort Menschenrechte einfach ersetzen würde, zum Beispiel das deutsche Volk bekennt sich zur römisch-katholischen Kirche, würde man ja verstehen, dass ohne diese Kirche dieses Bekenntnis nicht umzusetzen ist. Man guckt ja raus, man sieht dann die Kirchentürme, die Kreuze, man weiß, dass irgendwo, dass es den Papst gibt, den Vatikanstaat gibt, dass man Kirchensteuern bezahlt und dass es eben auch die Bischöfe gibt oder in anderen Religionen, wie sie auch alles heißen. Das heißt, dieses ist nicht umgesetzt worden, deswegen gibt es auch ein Kirchenamt und die Kirchen haben, also der Vatikanstaat ist ähnlich aufgebaut und Artikel 1, nämlich die Menschenrechte und die Bundesrepublik in Artikel 133 als Wirtschafts- und Verwaltungseinheit, das demokratisch gewählt wird, ist aufgebaut wie in Form eines Laizismus, also Trennung von Staat und Religion, wobei hier in der Bundesrepublik die Religion
Definition der Menschenrechte gibt oder die Weltanschauung der Menschenrechte gibt. Und deswegen können die Menschen hier nichts unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen. Und es gab eine Podiumsdiskussion bei Amnesty International vor ein paar Tagen. Und da ging es, wie gesagt, Verfolgung und Ausbildung von der Polizei und so weiter. Es gibt keinen Juristen, der in Menschenrechten ausgebildet ist. Also kann auch kein Rechtsanwalt helfen. Der Rechtsanwalt darf auch nicht helfen nach § 5 Verwaltungsverfahrensgesetz. Er unterliegt auch dem Standesrecht und unter Standesrecht kann keine Objektivität gebildet werden. Und das ist also, die Menschenrechtsverletzung ist also nicht die Straftat, die ein Polizist oder irgendjemand begeht, sondern die Verdunklung der Straftat, um sie dem gerechten Urteil nicht herbeizuführen, damit Opfer nicht entschädigt und rehabilitiert werden. Diese Personen werden dann quasi immer noch geführt und diese Personen sind es, die weitere Schäden verursachen, denn wenn niemand für seine strafbare Handlung verfolgt und bestraft wird, kann er auch nicht lernen. Das ist ein Problem, was wir haben. Wenn wir uns vorstellen wie eine Kiste Äpfel und in dieser Kiste Äpfel gibt es einen faulen Apfel, dann wird er mit seinem Geruch die anderen Äpfel quasi mit anstiften und auch schlecht machen. Und diese faulen Äpfel versuchen wir dann rauszuholen. Um zu erklären, was das Deutsche Amt für Menschenrechte für Möglichkeiten hat, verweise ich auf die Webseite des Bundesministeriums des Innern, Kirche und Recht. Da steht exakt da drin, was Kirchen dürfen, was Kirchen machen dürfen und diese Rechte haben wir auch. Zusätzlich haben wir natürlich andere Rechte auch, weil im Grundgesetz steht nicht drin, dass die römisch-katholische Kirche oder der Islam oder wer auch immer das Volk sich dazu bekennt, sondern da steht da drin, das Volk bekennt sich zu den Menschenrechten und damit haben wir verbriefte Rechte. Diese verbrieften Rechte sind nämlich die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte, die zum Beispiel auch der Papst hat. Es ist ähnlich aufgebaut wie der Vatikanstaat, nur der Vatikanstaat ist ein Teil in Italien. Dieser Vatikanstaat ist ein Völkerrechtssubjekt, ein Rechtsträger, kein Staat. Dieser Vatikanstaat hat ein eigenes Grundgesetz und in diesem Grundgesetz verkörpert der Papst die legislative, judikative, exekutive mit dem ausschließlichen Anspruch des Rechts, der Begnadigung repräsentiert also die höchste Stelle. Zum Beispiel die Kirchen. Die Evangelische Kirche Deutschland hat zum Beispiel ein Verfassungsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Disziplinargericht und mehrere Arbeitsgerichte. Das wissen die meisten Leute nicht. Die Fahrzeuge von denen werden durch das Kirchenamt eben zugelassen und sie haben eigene Versicherung der Bruderschaft. Und genauso ist das deutsche Volk zu verstehen. Wenn die Leute zu uns kommen, um sich zu schützen, dürfen sie bei uns auch Stiftungen machen, sie dürfen sich von dem System abkapseln. Sie brauchen sich nicht mehr bei den Gemeinden, also ihre Fahrzeuge anmelden, ihre Gewerbe anmelden, Steuern zu bezahlen, denn dann bezahlen sie bei uns innerhalb unseres Systems ihre Angelegenheiten und es bietet den Menschen eine Art Schutz. Lass mich da nochmal zurückkommen. Erstmal zu den Kirchen, Vatikan und so weiter. Die haben also quasi ihre eigene Gerichtsbarkeit, fallen nicht unter die weltliche Gerichtsbarkeit sozusagen. Man merkt das ja auch daran, wenn irgendwelche Priester oder was beim Missbrauch erwischt werden, dann wird das kirchenintern sozusagen geregelt und es passiert denen eigentlich nichts. Ne? Was natürlich eigentlich auch nicht in Ordnung ist, aber unter diesem Status ist es tatsächlich so, dass auch da die BRD zum Beispiel überhaupt nicht eingreift als staatsähnliches Gebilde. Das heißt, man hat seine eigene Gerichtsbarkeit und das gilt für das Deutsche Amt für Menschenrechte jetzt auch? Ja, das höchste Amt, was es in der Bundesrepublik über dem Bundeskanzleramt geben kann, ist das Deutsche Amt für Menschenrechte, weil es gibt vier Begriffe. Es gibt staatlich-hoheitlich und öffentlich-rechtlich. Staatlich heißt, alle Macht geht vom Volk aus und das Volk wird, also ein Staat wird repräsentiert durch das Volk. Deutschland wird repräsentiert durch das deutsche Volk und das Deutsche Amt für Menschenrechte steht für dieses Bekenntnis ein.
Das ist staatlich. Hoheitlich heißt, das ist wie eine Gebietskörperschaft. Hoheitlich heißt nicht Territorium irgendeines Landes, sondern Gebietskörperschaft oder Territorium. Also hoheitlich bedeutet, wo diese Menschen leben, die sich dieser Gemeinschaft eben hinfügen. Und damit ist das gesamte deutsche Volk gemeint. Damit haben wir etwa 85 Millionen die auf diesem Gebiet lebenden Menschen. Hierzu zählen nicht nur die Deutschen, sondern hierzu zählen alle Menschen, die auf diesem Bereich leben können. Dann gibt es den Begriff öffentlich und rechtlich. Öffentlich bedeutet eben Behörde. Das heißt, es ist eine Verwaltung, eine öffentliche Verwaltung, und das nennt man eben Behörde oder Öffentlichkeit. Und dann gibt es noch rechtlich. Die Bundesrepublik, wie gesagt, ist gegründet worden von den Alliierten, und zwar Grundgesetz für die BRD, und damit hat sie keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie ist nur teilrechtsfähig. Sie ist also nur innerhalb der Verwaltung rechtsfähig, und diese Gesetze sind für das Volk nicht bindend. Und das sieht man auch daran, Paragraph 2 Verwaltungsverfahrensgesetz, da steht drin, die Gesetze der Verwaltung gelten nicht für Welt- und Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften. Damit gilt es nicht fürs Volk. Das sieht man ja daran, ich meine das alte Thema mit dem Personalausweis, die Menschen werden hier als juristische Person behandelt, und in unserer Gemeinschaft sind die Menschen natürliche Personen, auch ähnlich dem Personenstandsgesetz, aber bei uns ist es integriert, weil die Zugehörigkeit in unsere Gemeinschaft verlangt, da es sich bei den Menschenrechten um Individualrechte handelt, dass jede Person ihre eigenen Rechte haben muss. Das heißt, diese Personenstandserklärung, die manche abgeben, die ist bei uns mit integriert, weil sonst die individuellen Menschenrechte nicht funktionieren würden oder könnten. Wir könnten sie nicht in Schutz nehmen. Und unser System bietet, beziehungsweise dieses Amt für Menschenrechte bietet tatsächlich Menschen eine Zuflucht vor dem System der Bundesrepublik, die dann verfolgt werden, wie eben die Religionsmitglieder auch verfolgt worden sind, die eben die Christenverfolgung und so weiter und so fort. Das ist ähnlich gestattet. Das heißt, wer nicht mehr leistungsfähig ist, wer nicht mehr hier Steuern bezahlen kann, in der Zwischenzeit ist es ja nicht so, dass die Leute keine Steuern mehr zahlen, sondern die Finanzämter erheben willkürliche Steuern und irgendwelche Nachberechnung auf wilden, weißt du nicht woher, Fantasie, und die Leute können nicht mehr zahlen. Und das System kollabiert in sich selber, und das ist die Folge davon, dass wir hier einen Systemmangel haben, 60 Jahre. Das ist gut gegangen, weil eben ein Aufschwung da war, und dieser Aufschwung hat sich natürlich jetzt in der Zwischenzeit ist nicht mehr da, und dadurch, dass es den Leuten nicht besser geht, kommt natürlich die Ellenbogengesellschaft, und die macht natürlich alles platt. Das ganze System ist auch so aufgebaut, dass es auch platt gemacht werden muss, denn die Banken und Versicherungen, die hier quasi das ganze System gegen die Wand gefahren haben. Sie haben ja Papiergeld herausgegeben, sie haben Kredite vergeben und haben dann mit diesem Papiergeld quasi die Insolvenz eingeleitet. Und die Bundesrepublik Deutschland braucht das, um zum Beispiel die Wertschöpfung kaputt zu machen. Es werden ja mehr Papierwerte hin und her verschoben als Realwerte. Und dadurch, dass hier Papierwerte herausgegeben worden sind, zum Beispiel hat jemand ein Haus gekauft und für 200.000 Euro. Die Bank stellt etwa 6.000 Euro zur Verfügung, bekommt aber schon alle alleine, wenn sie 6% hat, 12.000 nur für die Vermittlung des Kreditgeschäftes. Und wenn sie dann also nur 6.000 bereitlegt, um 200.000 Euro Kredit aufzunehmen, dann brauchen die Leute, wenn der Kredit abgelöst werden soll, auch nur diese 6.000 Euro zu bezahlen. Das ist nämlich reales Geld. Also das ist die Berechnung ist falsch. Die Leute arbeiten für Papiergeld, was es nicht gibt, was eigentlich keine Wertschöpfung hat. Und wenn sie dann nicht mehr zahlen können,
weil es einfach in der Natur der Sache liegt, weil sich die Wirtschaft sich verändert hat. Sie müssen eigentlich gar nicht bezahlen, weil nämlich eine Täuschung im Rechtsverkehr vorliegt und eine nicht zu vertretende Unmöglichkeit nach der Prozessordnung. Und so kommt es eben, dass die Leute Haus und Hof verlieren, nicht weil sie nicht arbeiten wollen, sondern weil das System einfach kaputt und marode ist. Also diese ganzen Probleme, die sich dann mit Zwangsversteigerung und so weiter entwickeln, sind sogar nach dem Naturrecht und europäische Vereinigung ist das alles verboten, weil es ist ein Verschlechterungsverbot, ein Rückwirkungs- und ein Verarmungsverbot. Diese Verbote werden nicht beachtet von der Bundesrepublik, sondern den Leuten wird Papiergeld gegeben und daraus macht man Realgeld, und wer nicht mehr zahlen kann, dann wird das Haus nochmal unterm Hintern verpfändet, damit der Nächste wiederum in diese gleiche Schuldenfalle kommt und einen Kredit aufnimmt. Das ist so im Groben, also ich könnte sehr, sehr viele Sachen erzählen aus der Praxis, das ist so im Groben, wenn jemand das, ich glaube auch nicht, dass die Sendung dafür ausreicht, aber das ist im Groben das, wie dieses System hier funktioniert, und das hat also nichts mit Menschenrechten zu tun und so weiter und so fort. Und der Staat wäre verpflichtet, wenn es einen Staat gibt, wäre der Staat verpflichtet halt, das Vermögen zu schützen und zu achten und genau diese Werte zu erhalten, wofür man vorher schon gelebt hat. Und es ist ja nicht jedem seine persönlichen Schicksal, wenn er arbeitslos wird, denn dafür zahlt man ja hier richtig Steuern. Mhm. Und diese Steuergelder werden ja nicht dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden. Ich kenne viele, viele kleine Kinder in den Kindergärten, die nicht mehr in der Lage sind, Obst und Gemüse zu kaufen, weil das Geld nicht mehr da ist für die Kinder. Mhm. Und ich finde das beschämend, dass in einem so einem reichen Land so etwas passiert. Wenn ich mir dann natürlich anschaue, was die Kirchen noch dazu machen, also Misior und andere Kinderschutzorganisationen, die werden ja nicht in der Bundesrepublik Deutschland tätig, sondern sie werden nur im Ausland tätig. Und so ist es auch meist mit den sogenannten Menschenrechtsorganisationen, weil ich hatte ja viele Sachen veröffentlicht, selbst in Europa gibt es weder Schutz noch Geld für Menschenrechte. Also für Kommissare für Menschenrechte, noch für die Menschenrechtsorganisation selbst. Es gibt nur Geld für Amnesty International oder so etwas, die ihren Aufgabenbereich sehr, sehr reduzieren. Und Amnesty International operiert ja nicht aus Deutschland, sondern aus England. Und man kann den Krieg auch nicht vom Reißbrett aus England gewinnen, wenn man das nicht im Schützengraben austrägt. Das heißt, die ganze Einzelfallbehandlung, so wie auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, macht keine Einzelfallbehandlung. Die Leute können dort machen, was sie wollen. Es kommt zu gar nichts. Und wir versuchen den Opfern, also wir wissen, wie viele Opfer tagtäglich zu uns kommen. Es werden immer, immer mehr. Und diese Opfer suchen dann natürlich händeringend, ihr Vermögen zu schützen, ihre Familie, ihr Einkommen zu schützen. Und es ist unmöglich, diesen Leuten zu helfen, weil das Problem ist ja nicht bei den Leuten, sondern das Problem liegt im System selber drin. Also ja. Kommt ja irgendwann, steht die Polizei davor und nützt dann auch nichts, dass sie die Menschenrechte geltend machen. Also habt ihr auch mit einem Verein auch keine Chance jetzt, oder was kann sich denn da ändern? Wie sind denn die Perspektiven, dass man irgendwann dieses Unrecht bekämpfen kann? Also man kann in einem falschen System nichts Richtiges machen, das muss man schon mal sagen. In einem illegalen System kann man sich auch kaum legal aufhalten. Normalerweise, um die Menschenrechtsverletzung aufzuhalten, das heißt, die Menschenrechtsverletzung passiert bei den Gerichten, bei dem die sogenannten in Anführungsstrichen Richter noch nicht mal unterschreiben, und mit der nicht unterschriebenen, wie auch immer, was das auch sein mag, werden dann diese Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei vollstreckt. Das sind also mehrere verkettete Probleme, die wir haben. Und die Polizisten wissen das, sind aber selber so weit eingebunden. Also es sind ja, in ganz Deutschland gibt es ja aufmüpfige Bürger, die sagen, ohne die Unterschrift des Richters kommst du nicht her. Und ich habe ja vorhin gesagt, keine Staatsgerichte und keine Staatsanwaltschaft gibt es hier dadurch. Und dann gibt es auch keine Polizeibeamte. Es sind alles Polizeibedienstete. Das kann man erkennen daran, dass man sie nach ihrem Amtsausweis fragt, dass sie nicht haben. Und ohne ein Beamter zu sein, gibt es auch keine Remonstrationspflicht. Es sind also im Grunde Schlägertrupps, die legalisiert worden sind.
weil sie eigentlich keine Staatsgewalt, sondern eine willkürliche Gewalt repräsentieren. Und wenn man dann versucht, als Opfer eben Entschädigung zu bekommen, dann tritt Paragraph 5 Absatz 2, nämlich sie schaden dem Volk, dem sogenannten Bund oder Land. Da geht es noch nicht mal um den Staat. Und es ist auch so, wenn man sich das mal bitte mal anschaut, dann steht da sogar drin, man bekommt noch nicht mal Daten heraus oder die Akten heraus, wenn man eben gegen diese sogenannten Bediensteten klagen möchte. Man bekommt überhaupt keine Informationen mehr. Wir haben das letztens gehabt, dass sie bei uns mehrfach eingedrungen sind und wir haben sie gewähren lassen, natürlich auch mit einem lachenden Auge, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt, das war am 13.10. zuletzt, wir möchten jetzt über diese Durchsuchung einen Durchsuchungsbeschluss haben und Durchsuchungsprotokolle haben und sie sollen ihren Namen hinterlassen, also Tagebuchnummer der Polizei. Sie konnten weder einen Beschluss vorlegen, sie konnten weder ein Protokoll der Durchsuchung uns vorlegen, noch konnten sie ihre Namen sagen. Und Leute, die das nicht können, sind nicht nur Schwerverbrecher, sondern sie sind auch prozessunfähig und weil sie ihre eigenen Namen nicht kennen. Und diese Leute sind Polizeibedienstete. Man muss sich da mal vorstellen. Und diese Schlägertrupps werden bezahlt über die Steuern, die jeder Bürger hier entrichtet und glaubt, wir haben hier staatliche Strukturen und wenn hier was passiert, dann wird mir der Staat helfen. Ja, die Polizei heißt nicht mehr mein Freund und Helfer, sondern mein Freund und helft dir bald. Das heißt, es sind Schlägertrupps geworden. Und wie man zum Beispiel das Problem bei Stuttgart 21 lösen kann, ist, dass man die Polizisten, die Namen der Polizisten eben, wir haben auch angeschrieben, die Namen herausbekommt und die Polizisten eben einfach isoliert. Das ist natürlich nicht möglich. Jetzt möchte ich mal ein praktisches Beispiel dazu geben. Wenn es also zum Beispiel zu einem Banküberfall kommt und einer steht draußen und macht Schmiere, dann ist der genauso dran, wegen Beihilfe zum Mord, wenn jemand da drin getötet hat. Und genauso ist es mit dem Wasserwerfer. Der Mann hatte keine Ermächtigung, jemandem das Auge rauszuschießen. Mhm. Und das kann ja auch nicht versehentlich gewesen sein, denn er hat ja auf den Knopf gedrückt. Und ja. Er weiß ja, mit wie viel Druck diese Pumpe arbeitet. Und er kann ja zielen. Ne? Ja. Und dafür ist er ja quasi ausgebildet worden. Das Auge ist ja nicht reingeflogen, sondern er hat darauf gezielt. Mhm. Und das heißt, die ganzen Polizisten, die drumherum waren, sind ja mitschuldig daran und hier hat ja nun eine eigenmächtige und auch wenn man da annimmt, das ist nur eine, das kann ja kein Unfall sein. Es ist ja kein Unfall, sondern man könnte ja auch sagen, fahrlässige schwere Körperverletzung. Auch wenn man das vermuten würde, dann hat eine Straftat stattgefunden. So, um die Straftat aber aufzuklären, ist jeder Bürger gemäß Paragraph 127, 157 Strafprozessordnung verpflichtet und auch in der Lage, sofort diejenigen, die schuldig sind, festzunehmen, um die Identität der Leute festzustellen. Das heißt, jeder Bürger hat das Recht, jemanden festzunehmen, um die Personalien festzustellen. Genau, jeden. So, das Problem ist, die Polizei müsste sich ja selber festnehmen. Was macht sie? Sie macht genau das Gegenteil. Die Leute werden beschützt. Und jetzt kommen wir zu dem Raubüberfall. Also wenn jemand, dadurch, dass die anderen dabei gestanden haben, wo es passiert ist, haftet jeder, der an dieser Aktion in Stuttgart und Umgebung eingesetzt worden ist, für diese Tat. Egal, ob er jetzt 50 Meter weg war oder 500 Meter oder 5000 Meter. Jeder Polizist, der in Stuttgart seinen Dienst verrichtet hat, haftet für das Auge, was rausgeflogen ist. Das sind alles Kriminelle. Ja, er spielt ja auch gar keine Rolle beim Banküberfall, ob der jetzt nun draußen Schmiere gestanden hat, ob der erschossen wird, oder ob der jetzt mit dem Hubschrauber ankommt, um die Leute abzuholen oder im Fluchtauto sitzt. Das spielt keine Rolle. So, und diese Verbrechen, dafür ist das Deutsche Amt für Menschenrechte da, um diese Verbrechen quasi aufzuklären, die Schuldigen zu bestrafen und in Haftung zu nehmen und die Opfer zu entschädigen. Das ist in der Praxis aber wahrscheinlich schwierig umzusetzen, wenn man keine Gewalt in dem Sinne hat, wie es die BRD hat, dass eben die Polizei hat mit Pistolen ausgestattet. Die sind natürlich einfach dann in einer anderen Machtposition als ihr, oder? Nein. Nein, ich habe dir schon erzählt, was die Bundesrepublik darf. Sie darf nur verwalten. Ja. Also zum Beispiel bei den Demonstrationen, ich könnte jetzt also, wir würden über diese Sendezeit hinausgehen, bei den Demonstrationen ist es so, im Grundgesetz steht da nicht drin, dass die Demonstration angemeldet werden muss, sie darf nur nicht mit Waffen
Also wenn sie darf, also jeder Deutsche darf sich ohne Waffen versammeln. Das steht da drin. In dem Moment, wo man zur Gemeinde hingeht und die Demonstration anmeldet, das Gesetz ist schon gar nicht zulässig. Und deswegen sage ich ja, die Legislative, Judikative, Exekutive, die nehmen sich Gesetze, machen Gesetze, wofür sie keine Ermächtigung haben. Nach dem Grundgesetz steht da drin, jeder darf sich ohne Waffengewalt versammeln. Und in dem Moment, wo dieses Gesetz da ist, dass man die Versammlung anmelden muss, ist das schon eine Einschränkung des? Ist nicht nur eine Einschränkung des Rechts, sondern in dem Moment, wo man jetzt dieses anmeldet, lädt man ja quasi die Polizei ein, die ja schon Waffen wieder haben. Ja, ach so. Und damit ist die Demonstration ungültig. Ja? Man lädt ja Leute ein, die Waffen haben. Es ist das Grundgesetz, darf dann kein Polizist eine Waffe haben. Eine Waffe bedeutet aber auch Wasserwerfer. Diese Demonstration war nicht genehmigt. Also die, und wenn es dann Polizeibeamte gewesen wären, hätten sie doch ganz einfach sich ausweisen können. Es tut doch nicht weh, sein Namensschild drauf zu machen. Und deswegen sind die alle auf der Flucht, und wer auf der Flucht ist und sich nicht identifizieren lassen kann, um der Tat eben verfolgt zu werden, ist jeder Bürger verpflichtet, diese Leute eben zu cachen und sogar zu arretieren. Wenn das jemand macht, wird natürlich dann zusammengeschlagen und schwerst verletzt. Das will ich hier sagen. Und das ist also eine Folge davon, weil dieses System falsch ist. Und wir haben jetzt bei Amnesty International gehört, die Polizisten sind ausgebildet. Ich weiß nicht, in was sie ausgebildet sind. In Menschenrechten können sie nicht ausgebildet sein, weil selbst die normalen Bürger kennen das nicht. Kein Jurist ist in Menschenrechten ausgebildet. Der Grund ist ganz einfach. Da es die Menschenrechtsverletzung nicht gibt, als Straftatbestand können sie auch nicht ein Gesetz anwenden, was sie nicht kennen. Sie können auch nicht darauf ausgebildet sein, denn wenn sie ausgebildet wären und das auch praktizieren, dann müssten sie ja jede Gerichtsverhandlung komplett stoppen und sagen, hören Sie mal zu, Herr Richter, Sie haben den Beweisantrag abgelehnt, Sie haben das und das abgelehnt, Sie haben versucht, die Fragen hier zu beeinflussen, Sie haben meinen Mandanten das und dies weggenommen. Und genau das machen die Rechtsanwälte nicht, weil sie in diesem System schwimmen. Aber es gibt ja Fälle, die Leute, die machen das vor Gericht. Gibt es da Fälle, wo man sagt, die kommen da tatsächlich mit durch, dass der Richter nachher sagt und einpackt? Hört man ja auch, ne, dass jemand wirklich sich auf diese Grundrechte beruft. Und ja, die täuschen dann das vor und im Hintergrund machen sie Versäumnisurteile und andere Straftaten, die noch schwerwiegender sind. Und dann schreiben die Leute, schreiben und schreiben und schreiben die Leute. Wir haben das jetzt festgestellt, wir sind also kein Verein, wir sind keine Organisation, sondern also die Vereine sind zum Beispiel die höchsten Gerichte der Länder, die Staatsgerichtshöfe und die Landesgerichtshöfe oder die Verfassungsgerichte. Einfach mal reinschauen, das sind alles nur Vereine, weil sie haben keine Richter, sondern sie haben Mitglieder, wie in einem Verein. Es sind Vereine. Die ganzen Parteien sind nur Vereine, aber nicht rechtsfähige Vereine in dem Sinne, weil sie leben ja in einem System, das ja gar keine Rechtsfähigkeit, keine Rechtspersönlichkeit hat. Und deswegen muss man aus diesem Dilemma raus. Und wir sind nach Völkerrecht sind wir ein Gebilde, das durch Grundgesetz, wie gesagt, Grundgesetz, deutsches Recht, deutsche Verfassung, Naturrecht und Völkerrecht verbrieft ist. Wir haben verbriefte Rechte und wir können. Das heißt, die Bundesrepublik müsste sich einem Treuhandstaatsvertrag unterwerfen, damit sie staatliche Rechte bekommt, damit sie unter anderer Aufsicht ist. Ich kann das zum Beispiel, die Rechtsanwaltskammer müsste sich unserer Aufsicht stellen, das Bundeskanzleramt müsste sich auch unter unserer Aufsicht stellen, in Fragen von Menschenrechten. Wir verfolgen also nicht die Menschen, sondern wir verfolgen die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, und die rechtswidrige Anwendung von Gewalt ist definiert als Terrorismus. Wir verfolgen Terroristen, wir können mit ihnen auch nicht verhandeln. So steht es auch im Grundgesetz. Die Menschenrechte sind unveräußerlich, unverletzbar, also nicht verhandelbar. Und wir haben eine polizeiliche Aufgabe, um diese Menschen dingfest zu machen, damit die gesunden Leute, die Polizisten, die ehrlich sind,
davon verschont werden. Aber dadurch, dass sie sich gegenseitig decken, und deckeln sie natürlich auch die Straftat. Kommt es dennoch, dass irgendwie Anklage erhoben wird, dann versucht der Richter, diese Straftat weiter zu vereiteln. Und das ist die Menschenrechtsverletzung, also das Recht auf eine wirksame Beschwerdemöglichkeit vor einer nationalen Instanz. Und deswegen haben wir einen eigenen Gerichtshof, so wie die Kirchen auch, nämlich den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte, weil die Menschen können das nicht erlangen. Also bei Menschenrechtsverletzungen ist es nicht möglich. Man kann die Menschenrechtsverletzung passieren, und zwar in bestimmten Gruppen oder in bestimmten Kategorien vor Gericht. Und zwar gegen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Energieunternehmen und Trachtenträger, wozu auch die Pharmaindustrie dazu zählt. Das heißt, wenn man versucht, gegen eine dieser Gruppen etwas gerichtlich anzugehen, wird man dort kalt gemacht. Gemäß Artikel Paragraph 5 Verwaltungsverfahrensgesetz Absatz 2. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, Versicherung. Wenn man etwas gegen die Versicherungen etwas tut, denn über die Versicherung, zum Beispiel die Allianz, die Lebensversicherung oder auch die Berufshaftpflichtversicherung der sogenannten Beamten, die privat versichert sind und nicht amtshaftungsversichert sind, es ist so, dass mit diesen Lebensversicherungen quasi der Bundeshaushalt finanziert wird, weil diese Lebensversicherungen im Rahmen der Bundesemissionsversicherung und Banken der BRD GmbH wieder angeboten werden. Das heißt, die Menschen finanzieren ihre eigene Inflation. Und damit diese Inflation einfach wieder zurückgefahren wird, damit die Realwerte wieder zurückkommen, werden die Lebensversicherungen platt gemacht. Wer also nicht mehr zahlen kann oder sein Haus verliert, der wird platt gemacht, damit die Realwerte zerstört werden, um die Buchgelder wieder quasi gangbar zu machen. Und das ist eine Art der Bereicherung. Das ist unzulässig. Das ist also, das verstößt gegen das Verarmungsverbot, Verschlechterungsverbot und Rückwirkungsverbot. Das ist komplett völkerrechtlich, das ist also unzulässig. So entstehen auch Kriege im Übrigen. Und wir haben hier Kriegszustand, denn es werden ja noch Besatzungskosten bezahlt. Und das nennt man, was ich gesagt habe, Stillstand der Rechtspflege. Denn Artikel 97 sagt Unabhängigkeit der Richter, aber auf der anderen Seite muss eine wirksame Beschwerdemöglichkeit geben, die es nicht gibt. Diese Instanz füllen wir aus nach den Menschenrechten. Und diese Instanz repräsentieren wir auch. Das Problem ist einfach, wir haben seit über fast 9 Monaten, 10 Monaten die entsprechenden Ministerien, die entsprechenden Behörden angeschrieben. Und die verweigern uns jegliche Mitwirkung. Da gibt es auch ein Hörspiel auf YouTube mit dem Bundeskanzleramt. Ich habe also gestern mit dem Bundeskanzleramt noch geschrieben. Du hast ein Telefonat aufgezeichnet, ja, wo du quasi mit einer Angestellten wahrscheinlich vom Kanzleramt gesprochen, ja, hast. Aber sie sagte, ich will das nicht schriftlich, also nicht mal den Eingang schriftlich bestätigen. Genau. Aber das war der Beweis natürlich, dass es angekommen ist, weil die wissen, ja, ganz genau, dass sie das gar nicht annehmen, ja, können. Also es geht um den Treuhandstaatsvertrag, also so wie bei Banken und Versicherungen. Ich habe ja gerade so angefangen zu erzählen. Genauso ist das bei den Banken mit der BaFin, die ja die Aufsicht führt. Genau, noch schlimmer wird es ja bei Telekommunikation und Energieunternehmen und zum Beispiel in der Gesundheitspflege, dass also zum Beispiel die Beiträge der Berufshaftpflichtversicherung und der Berufsgenossenschaften dazu benutzt werden, die Landeshaushalte damit zu sanieren. Also 95% der Einnahmen über die Berufsgenossenschaft werden die Länder finanziert. Das ist also unvorstellbar. Und da werden Akten manipuliert bei Berufsunfällen und Arbeitsunfällen, dass sich die Balken biegen, weil nämlich die Berufsgenossenschaft, zum Beispiel die Gemeindeunfallversicherung, ist Träger dieser Krankenhäuser, und sie versucht natürlich mit Biegen und Brechen Gutachten
Gutachten zu manipulieren und ähnliches. Und jetzt komme ich nochmal zu den Banken. Man sieht das ja bei der Hyper-Real Estate, was da für ein Unsinn passiert ist. Die Leute beschweren sich bei der BaFin, aber die BaFin macht nichts. Warum? Weil sie die Menschenrechte nicht kennt. Die Leute beschweren sich über die Menschenrechte. Genauso ist es ja beim Petitionsausschuss, wo die Leute sich über die Menschenrechtsverletzungen durch die Richter beschweren. Der Bundestag macht nichts. Warum? Sie sind für Menschenrechte nicht zuständig. Zuständig sind wir nach dem System, ist nur das Amt für Menschenrechte. Das Amt ist für Menschenrechte hat sogar ein Exekutivorgan, das ist paramilitärisch. Das heißt, sie können mit gegen die Wind pusten oder mit Wattebäuschen schmeißen oder mit Stück Papier. Das schlägt nicht zurück. Das ist im Grunde, was wir machen, ist eine Notfallsituation, Gefahrenverzug, weil die Menschenrechtsverletzung dauert ja an, solange sie nicht gestoppt wird. Ja? Also richtig mit bewaffneten... Eigentlich, ja. Also das wird noch kommen, dass wir uns bewaffnet. In der Zwischenzeit sind wir so, dass wir eigene Kennzeichen ab nächstes Jahr rausbringen müssen. Wir haben versucht, mit dem Bundesverkehrsministerium zu verhandeln. Und das ist nach deutschem Recht ist es zugelassen, dass wir eigene Kennzeichen haben, weil wir, so wie der Vatikanstaat, ein originäres, nicht vom Staaten abgeleitete öffentlich-rechtliche Gewalt haben, auch in Bezug auf unsere Verwaltung. Und das ist denen klar, aber sie kommen aus der Nummer nicht raus. Das heißt, wenn wir im Einsatz sind, die Kommissare sind im Einsatz, unsere Fahrzeuge werden aufgeschrieben, es wird über uns Protokoll geführt, dass wir zu schnell gefahren sind und die Leute werden bedrängt. Die Polizei macht das ja auch, wenn sie im Notfall und Einsatz ist. Und bei uns versucht man uns anzufahren. Und damit das eben nicht passiert, wir benutzen jetzt ihre eigenen Gesetze, machen wir ein eigenes Kraftfahrzeugamt auf, mit eigenen Kfz-Briefen und eigenen Kennzeichen. Und diese Kennzeichen werden wir nicht mehr rausgeben, solange die ihre eigenen Kennzeichen nicht mehr rausgeben. Und das heißt, Ihnen müsste jetzt langsam klar sein, dass das, was Sie machen, völlig illegal ist. Wie ich schon sagte, die Wahlen sind illegal und auch die Vereidigungen sind illegal. Zum Beispiel im Land Niedersachsen schwören die Bürger ja auf, also das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten, das niedersächsische Volk bekennt sich zu den Menschenrechten, ja, aber das niedersächsische Volk, dann muss es doch, also wenn ein niedersächsisches Volk gibt, muss es ein Staatsangehörigkeitsrecht geben, dann muss es auch völkerrechtlich anerkannt sein bei den Organisationen, worunter sie fallen, das heißt bei den Vereinten Nationen. Es muss beim Generalsekretariat eingetragen sein und alle diese Staatsverträge sind illegal, also auch die GEZ ist illegal, weil es ja gar keine Staatsverträge geben kann ohne das Volk. Okay, aber wie kann man das jetzt weiter durchsetzen? Der Verein ist wahrscheinlich noch zu klein, um das alles durchzusetzen. Was fehlt euch denn? Also wir sind kein Verein, sondern wir sind ein Völkerrechtssubjekt. Okay. Ein originäres, also kein abhängiges, sondern unabhängiges. Das kann man sich ja so vorstellen. Mich fragen ja Leute, wie kann denn sein, dass ein Türke hier das deutsche Volk vertritt? Also der Papst ist auch nicht Italiener, der Papst ist nicht demokratisch gewählt und er repräsentiert auch eine Gewalt, weil der Exekutive, Judikative und Legislativen der Kirche. Und hat das Begnadigungsgesetz. So genau das bin ich auch, aber ich bin nicht für das Leben danach, für das Seelen und für den Geist, sondern ich bin für die reellen Straftaten gegen das Volk hier. Und meine Aufgabe ist definiert. Ich bin hier dafür da, damit die Verbrecher, die Menschenrechtsverletzungen begehen, eben bestraft werden und die Opfer entschädigt und rehabilitiert werden. Das ist ja eben in der Verwaltung, Paragraph 5 nochmal, Absatz 2, hier in der Bundesrepublik nicht möglich und auch nicht gewollt. Und die erste Aufgabe des Bundestages wäre eigentlich gewesen, 1950, dass man die erste Aufgabe, die Menschenrechtsverletzung unter Strafe zu stellen. Das ist das Problem, was wir hier haben. Und ich komme jetzt noch mal ganz kurz auf die Banken. Also die Leute beschweren sich dann über die Banken und so weiter und so fort. Aber wenn man das seismografisch das verfolgt hätte, dass die Leute sich über die Hyper-Real Estate beschweren, dann wäre das doch nicht zu dem gekommen, wie es gekommen ist. Und hier wird ja die Hyper-Real Estate, die ja eigentlich pleite ist, noch aufgekauft. Das heißt, da werden Leute entschädigt für etwas, was eigentlich schon längst pleite ist.
Ja, das widerspricht dem Lastenausgleich. Natürlich. Wir haben jetzt gesehen, es gibt eine, aber wir müssen irgendwie zum Schluss kommen, okay, weil wir schon fast eine Stunde haben. Und wir sehen, es gibt eine ganze Menge Probleme. Was ist die Lösung? Also wie würde sich das entwickeln mit dem Deutschen Amt für Menschenrechte? Okay. Also das Deutsche Amt für Menschenrechte hat natürlich auch Steuerhoheit. Wir haben Steuerhoheit, Insolvenzunfähigkeit, alles, was die Kirchen auch haben. Und wir haben jetzt beim Deutschen, also beim Bundeskanzleramt, also das Bundeskanzleramt macht ja Geschäfte, und wir haben ihnen also den treuen Staatsvertrag angeboten, nicht weil sie darüber entscheiden können, sondern dass es eine Verpflichtung ist. Und der Treuhandstaatsvertrag regelt ja die Verfolgung dieser Verbrecher. Das ist so, wie die Amerikaner in Irak zwar den Krieg geführt haben, aber nicht in der Lage waren, die Herde, die an den Bohrtürmen entstanden sind, in den Erdölfeldern zu löschen. Denn sie sind dafür nicht geeignet. Mhm. Und das mussten Fremdfirmen machen und das mussten sie bezahlen. Deswegen haben wir gesagt, jede Menschenrechtsverletzung, die wir verfolgen müssen und so weiter, brauchen wir nicht nur Hilfe, sondern sie muss bezahlt werden. Das sind ja Straftaten. Oder das sind ja im Grunde, sind das ja Abfallprodukte, die Menschenrechte oder die Menschenrechtsopfer sind Abfallprodukte dieses falsch umgesetzten Grundgesetzes. Und sie melden sich nicht, sie tun so, als ob sie wie Strauß-Methode den Kopf in den Sand stecken würden. Das ist aber nicht möglich, weil wir ja mit ihnen in einer Geschäftsbeziehung stehen, da sie ja Steuern einnehmen. Und wir haben Rechte auf Steuern. Wenn man die Zahlen der Kirchen verfolgt, dass sie, also das kann jeder im Internet nachverfolgen, im Durchschnitt zahlt jeder, der zum Beispiel bei der evangelischen Kirche ist, 180 Euro Steuern im Jahr. Wir haben, da sich das gesamte deutsche Volk und auch nach Artikel 1 bis 4 jeder, der in Deutschland lebende Mensch, verpflichtet ist, die Menschenrechte sich zu bekennen, haben wir 85 Millionen Mitglieder, die wir schützen, und bei 180 Euro sind das fast 14,5 Millionen ungefähr, Milliarden, Entschuldigung, 14,5 Milliarden Euro, die uns zustehen. Aber sie bewegen sich nicht. Deswegen haben wir das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet und haben gesagt, dürfen Sie nach Artikel 140 Grundgesetz sich die Ermächtigung rausholen, unsere Verfassung, unsere Gemeinschaft anzugreifen. Und da gibt es also sehr, sehr lange Diskussionen mit dem Herrn Dr. Hiegert, mit dem Regierungsrat, und der weiß nicht mehr Bescheid, aber Sie können sich das selber nachgucken im Bundesverfassungsgericht Merkblatt und Artikel und Paragraph 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz besagt, dass sie gar nicht zuständig sind, sondern dass wir das einfach fordern müssen und auch fordern müssen, sollten, und sie müssen das bezahlen. Die Bundesrepublik ist verpflichtet, das zu bezahlen. Ja, und mit diesen Geldern werden wir nicht nur unsere organischen Strukturen aufbauen. Wir sind, wie gesagt, kein Verein, keine Organisation, also kein Verein wie das Verfassungsgericht der Länder, das sind Vereine. Mhm. Wir sind auch keine Organisation wie die Vereinten Nationen, sondern wir sind ein deutsches Amt. Wir stehen für das Volk, und das ist im Grundgesetz verbrieft. In Artikel 140 durch deutsche Verfassung und durch deutsche Gesetze ist das verankert und nach Völkerrecht und Naturrecht bestimmt. Das sind verbriefte Rechte. Wobei die Bundesrepublik hat nur verliehene Rechte. Sie verleiht sich irgendwelche Rechte. Unsere Rechte sind unveräußerlich und unverletzlich. Wunderbar. Also es ist sehr spannend auf alle Fälle. Wie sich das umsetzt, werden wir sehen. Und wir werden dich sicherlich auch nochmal gerne einladen, wenn sich da was verändert. Und dieses Deutsche Amt für Menschenrechte handlungsfähiger wird oder sich da einfach neue Perspektiven ergeben, denn das ist so komplex. Wir haben jetzt eine Stunde geredet und wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr, oder du könntest noch ein bisschen mehr erzählen, denn es ist sehr komplex. Aber ich glaube, wir hatten sehr spannende Einblicke bekommen in dieser Stunde. Und wie gesagt, danke, dass du diese Arbeit machst und versuchst, das rauszubringen, dass man es auch verstehen kann, denn das ist ja auch nicht so einfach. Wie gesagt, wir laden dich nochmal ein, wenn es da weitergegangen ist, und wir sind gespannt. Vielen Dank, Selim Sörmeli. Dankeschön.